So, ja, ein wunderschön. Egal. So, weiter geht's mit. Es ist so scheiße warm. Mit Clicker Heroes Folge 16. Hab mich, was Idle angeht, ein bisschen zurückgehalten. Hab bloß ein bisschen am Anfang ein bisschen im Hintergrund geidelt. Also sind, ich hab, kam bei Level hoch, aber nicht so viele wie hätte sein können. Von daher. Aber es sollte ausreichen. Sollte ausreichen. Es ist halt einfach so scheiße warm, dass ich mich vorhin wirklich einfach hingepackt habe irgendwann. Weil bei dem Wetter kannst du nichts machen. Selbst mein Server merkt das. Hier, ich bei meinem Server. Hier. Festplattentemperatur über den Tag immer so knapp 40 Grad. Kannst du ein bisschen größer machen. Badadadam. So. Am Tag immer bisher 40 Grad und heute einfach 45 Grad. Selbst mit dem Server geht es nicht gut. Also gut, ich meine, für Festplatten 45 Grad ist komplett im grünen Bereich. Aber trotzdem, man merkt, das Wetter ist echt scheiße. Echt scheiße. Ja gut, Baradam, Baradam, Baradam. Dankeschön. Okay. So, 3 Zonen und E27 Gold. Oh, geht ja. Aber gehört das zum Lied? Ja, ne? Doch, gehört zum Lied. Ah, doch. Dieses Klacken immer auf dem rechten Ohr klingt genauso wie wenn man, ja. Die Soundfehler. Ach, komm weg, das irritiert mich. So. Warum bist du so weit oben? Danke. Okay. Level 125. Schaffen wir das? Erstmal gucken, was wir hier leveln können. Erstmal hier Überblick verschaffen. Ihnen können wir tatsächlich noch gar kein Level geben. Okay. Was wäre denn hier noch so drinne? 10 Level für ihn sind auch nicht drin. Alter, ich habe echt vernachlässigt. Oh mein Gott. Na gut, aber wir könnten den Boss tatsächlich alleine mit dem einen schaffen, ohne das Ding zu benutzen. Dann versuche ich das auch mal. Oder auch nicht. Nee, wird nichts. Ich brauche ja doch auch das. Dann müssen wir so wirklich eine. Können wir. Ja. Können wir wieder nur zwei Bosse erledigen? Schade eigentlich. Ich hatte gehofft, wir können drei Bosse erledigen. Naja, man kann nicht alles haben. Man kann nie alles haben, was man will auf der Welt. Dabei fällt. Komm, ja, hier und da. Ich sagte, dass das Ding immer deaktiviert ist. Es ist so dumm einfach. So, mal gucken. Wir haben wieder ein paar Guilds. Für Level 120. Interessant. Bettiefe Klicker. Okay. Ja, wir könnten darauf Einfluss nehmen, indem wir hier auf vergoldet gehen und dann können wir sagen, das mache ich bei mir auch relativ aktiv. Bitte ihm alles geben, zum Beispiel jetzt. Das Problem ist halt, das kostet halt Heldenseelen. Und zwar nicht gerade wenig. Und wir haben jetzt gar keine. Also gibt es das sowieso nicht. Selbst wenn es so wenig Heldenseelen kosten würde, ging es halt einfach nicht. Okay, ja, jetzt heißt es wieder leveln. Was können wir in der Zeit machen? Erhöht Schaden von ihm, auch nur von ihm. Gut, dann würde ich mal sagen, als allererstes gucken wir mal, gerade noch 1%, er hat schon schön, ja, er übernimmt quasi wieder alles. Dann macht es auch Sinn, ihn erstmal hier komplett nur noch zu leveln. Die anderen beiden lasse ich ja dann erstmal. Auch wenn ich die Befürchtung habe, dass er ganz schön teuer wird mit den Leveln, also. Um das Ding noch freizuschalten, bräuchte ich mal 20 Level. Das kriegen wir jetzt auf keinen Fall hin. Ich meine, andererseits ist es relativ egal für den Level, für den Boss bei Level 130. So rum. Da dürfte das, was wir jetzt haben, eigentlich vollkommen reichen, wenn wir die beiden hier noch dazu nehmen. Dennoch wäre es mir halt eigentlich ganz lieb. Den hier kriegen wir definitiv nicht heute.
Wäre halt geil, wenn wir von ihm ein Level bekommen würden, damit ich ihn weiter skillen könnte. Das ist so scheiße warm, ey. Wer findet denn so ein Wetter? Jetzt mal ganz ehrlich. Na gut, außer Item können wir jetzt gerade hier nicht wirklich was machen, ne? Hochgelevelt sind alle. Soweit wie sinnvoll ist. Von daher. Tja, vielleicht haben wir wieder Fische und... Yay! Wollte gerade sagen, vielleicht haben wir wieder Glück und kriegen Fische. Hab mich dabei nur versprochen. Cool. Nice. Nice, dicey. Na gut, ich sammle erstmal die Fische komplett. Ich gebe jetzt erstmal noch nichts aus. Weil ich hoffe halt wirklich einfach, dass wir den hier bekommen. Jetzt noch, wenn es geht. Bitte was? Der macht alleine seiner Grundform bereits weitaus mehr Schaden, als wir jetzt insgesamt bereits haben. Alter, er macht mehr als dreifach an Schaden. Boah. Okay, ich glaube, wir spawnen doch auf den hier. Das, ich bezweifle zwar, das ist das Zehnfache von dem, was wir jetzt schon haben. Das wird nie im Leben was. Ach, fuck, ey. Ach, Mann, oh, das ist doch Bullshit. Ich meine, so viel bringt das Farming-Zeug ja auch nicht. Selbst wenn wir das uns für Level 129 aufheben, das können wir echt nur hoffen, dass wir hier noch ein paar Fische bekommen. So wie letztens, also vorhin. Das wäre ganz cool. Ja, das. Echt jetzt. No homo, no scheiß, no shit. No shitstorm. Ja. Ach, wow, Biene. Wisst ihr, eigentlich können wir jetzt mal was machen. Und zwar, bei meiner mobilen Version habe ich derzeit 1063 Rubine. Nicht Diamanten. Ich will immer Diamanten sagen. Was ich aber machen könnte, ist, wenn wir jetzt gerade sowieso nur idlen können, was schon hart traurig ist, dann könnte ich ja mal ganz kurz wirklich mal gucken, den Speicherstandpunkt von hier auf den Rechner zu übernehmen. Dann mal zu gucken, ob man hier tatsächlich so einfach cheaten kann, quasi als soziales Experiment. Ich muss zwar ehrlich gesagt schon wieder zu viel Arbeit. Oh ja. Machen wir das? Ja, nein, vielleicht, weiß ich doch nicht. Vor allem stelle ich mir das auch witzig vor, wenn man den Speicherstand synchronisiert hat, weil man kann ja irgendwie über Congregate Games kann man ja auch den Speicherstand synchronisieren. Wird denn das denn da gelöst? Das macht ja auch keinen Sinn. Naja, wir können, ich mach einfach mal, ne? Das heißt, ich würde ganz kurz warten. Ich muss mal kurz speichern. Nein, warten wir. Da einmal exportieren. Oh, das Spiel hängt schon wieder so hart. Ja. So, dann einmal Spiel beenden. Alter, selbst mein Tablet glüht einfach. Naja, es glüht nicht, aber es ist auf jeden Fall wärmer als sonst immer. Ich meine, vergleichbar mit einem Samsung-Handy oder anderweitig ist es noch nicht. So warm ist es denn leider. Leider. Zum Glück nicht. Aber normalerweise bleibt das Tablet immer komplett kalt. Und selbst heute ist es warm. Das ist beängstigend.
das Wetter ist echt nicht gesund. So, was ich tun wollte machen, ich erstelle mal eine neue Datei. Bam. Mobile.txt. Okay. So. Habe ich irgendwelche Daten drauf, die ihr nicht sehen solltet? Ja, doch, okay. Egal, ich mach trotzdem. SD-Karte einmal bitte entfernen. Okay. SD-Karte? Achso, ist das? Wie sieht man die überhaupt? Naja, so ganz komisch. Leider hat die Kamera jetzt den Autofokus, ne? Ich müsste jetzt manuell dieses Rädchen verdrehen. Hatte ich ja schon mal thematisiert gehabt, dass das eher so Kackkacke ist. Gut, dann kommt jetzt das komplexeste System der Welt. Diese SD-Karte kommt in diesen Adapter. Dieser Adapter kommt jetzt in diesen Kartenleser. Fusionierung! Jetzt kommt dieser Kartenleser kommt an das Kabel. Kann es sein, dass ich mich gerade zum Affen mache? Es fühlt sich so dumm an. Easy, your voice is connected. Okay. ja, dann machen wir das am besten mal über Terminal. Bitte mein eigenes. Danke. So, wir sind im Laufwerk SDH. Dann macht es mal komplett über die Konsole. Dann kann nämlich keiner sehen, was auf meiner SD-Karte alles drauf ist. Soll eigentlich jeder sofort hier meine ganzen privaten Daten kennen, ne? Bam. Und jetzt Leafpad. Media. Bei Tablet noch komische Sachen, weil ich da gerade drauf kam. SDH1 mobile TXT. So. Ja, das war intelligent. Wenn ich eine neue Datei anlege, dann sollte ich den Inhalt, den ich in der Clipboard habe, auch in die Datei speichern. Das ist so. Oh, boah, Alter, ernsthaft jetzt? Haben wir das ein bisschen Fürchen erzeugt? Nein. Nichts Wichtiges verpasst. Alter, das ist aber echt, also. Ne? Das ist ja hier schon wieder Vorführeffekt des Grauens. Was macht denn hier für eine Scheiße? Also wieder rein die Karte. Sie ein Tieftaucher? Was tue ich hier gerade? Ich sag's doch, für sowas ist es mir gerade viel zu warm. Okay. Wo denn jetzt da? Ja, das Problem ist, es ist hier so ein offener Slot und man drückt die Karte praktisch hier mal so seitlich rein. Heck mich doch. So. Und wenn man das nicht richtig macht, dann springt die Karte quasi, weil die ja wird da rein gefedert. Für alle, die wissen, wie so ein Ding läuft oder nicht läuft. Und wenn man dann natürlich Pech hat, dann springt die Karte natürlich raus, wenn man die falsch macht. Bitte einmal zurück. Ja, du Idiot. Die Karte wurde auch entfernt. Alter. Hallo. Ah, so lange mal gucken, ob hier ein Fisch kam. Ja, ein Fisch. Nice. Hä? Achso, wow. Bam, danke. Dachte gerade schon hier. Was ist hier los? Warum erkennt jetzt meine SD-Karte nicht mehr? Alles, was ich wollte, ist ein soziales Experiment. So. Gut. Irgendwie habe ich das Gefühl, mein Tablet hat immer so eine Cooldown-Phase. Wenn ich die SD-Karte entferne und danach kurz danach wieder einlege, dann erkennt er die immer nicht. Und ich muss halt immer erstmal ein paar Minuten warten. Bevor ich die wieder einlegen kann und ihr die erkennt. Das ist immer so dumm.
alles, was ich wollte, war ein Stück Bier. Einstellungen. Speicher und dann gehen wir mal runter auf die SD-Karte. SD-Karte bereitstellen, nimmt er nicht an, okay. Dann lege ich sie mir jetzt ein. Das ist so scheiße warm. Okay, das Ganze geht nicht. Dann machen wir das anders. Nein, das wollte ich nicht. Was ich machen wollte, ist ein relativ umständlicher Umweg. Wir haben WhatsApp. Einmal WLAN aktivieren. Dann einmal... Lalalala. Wo ist WhatsApp? Da ist WhatsApp. Ja, die SD-Karte muss ich noch rausnehmen, ansonsten wird die gar nicht mehr kann. Wow. Sollte ich einmal was machen und werde direkt gehatet von meiner Karte hier, von meinem Tablet, von allem. Ja, WhatsApp. WhatsApp? Irgendwelche Nachrichten, die keiner lesen darf? Nö. Okay, gut, kann ich das ja machen. WhatsApp Web. Ja, wäre schön, wenn du mal hier bitte... Boah, Alter, ernsthaft jetzt? Hallo? Geht doch! Meine Güte! Der da. So, und hier füge das Ganze jetzt mal ein. Na komm. Oh, da sieht man mein Hintergrundbild. da. Und einmal... Hallo? Einmal bitte einfügen. Badam. Und... Bumm. Yay, es ist da. Okay, mehr lesen. Gott, ist das viel Text. Boah, Alter. Mehr lesen. Och, jetzt komm. Digga. Ja, geht doch. Alter, mir kommt doch so ein Dreck. Ja. Hallo, ja. So, unseren Fortschritt erstmal speichern. Das wäre ganz intelligent. Kein weiterer Fisch gekommen. Schade eigentlich. So, das war jetzt natürlich kompletter Müll, weil er hat jetzt meine Zwischenablage überschrieben. Das heißt also, ich muss das Ganze hier nochmal kopieren. Und jetzt können wir es importieren. Einfügen. So, dann wollen wir mal gucken. Hallo? Hast du? Tust du? Machst du? Kann es sein, dass WhatsApp die Daten verändert hat beim Übertragen? Oder habe ich hier was nicht mitmarkiert? Ne, ist alles da. Okay, dann halt nicht. Wie scheint, funktioniert das Ganze nicht so, wie es soll. Dann können wir das wohl nicht machen. Mann, ey, es hätte mich aber echt mal interessiert. Ich meine, ich könnte natürlich auch offscreen zeigen, klar, aber ich würde es euch ja gerne auch zeigen. Weil, wie gesagt, ich persönlich bedenke das als ganz schön dumm, aber wenn ich mal denke, wie schwer das ist, die Daten zu übertragen, dann macht das wahrscheinlich sowieso keiner außer mir. Na gut. Oh. Können wir bitte noch ein paar Fische haben hier? Nee, ne? Gleich sind wir Level 129. So, wo könnte ich eigentlich... Na komm, die eine Kiste hier noch. Und dann kann ich zumindest mal ein bisschen Geld farmen gehen hier.
Klicke die Klick. Mach hin. Boom, Matchup. So, wir sind Level 129. Dann können wir jetzt gleich farmen gehen. 1, 2, 4, 5, ne? Ja. Okay, okay. Gut, mal gucken, ob mein Tablet jetzt wieder meine Karte erkennt. Cool, Downtime müsste mittlerweile rum sein. Nein, ich will kein Foto machen. Ist ich jetzt noch mein Ladestecker runtergefallen, ja? Boah, Alter, hier geht alles schief. Hätte ich noch nie angefangen. Aber irgendwie. Ah, er hat sie erkannt. Geht doch. Boah, Alter. Diese Tablets. So, wo ist die neue Datei? Da ist die neue Datei. Dann jetzt einmal bitte hier einfügen. Ja. Einfügen. Ich glaube, ich bin heute nicht der Einzige, dem es zu warm ist. Warum kommt das jetzt einfügen? Ich muss da nicht. Hallo? Hallo, Motherfucker. Fische gibt's auch keine mehr. Ja, da hat schon wieder rausgefallen. Ich krieg gerade eine Marke. Geht. Boah. Gerade den Moment, wo es kam, klicke ich es natürlich weg. Jetzt komm. Digga, der wirst du verrückt. Es gibt Momente, da sollte ein Mann einfach aufgeben, ja? Da sollte ein Mann aufhören, ein Mann zu sein und einfach sterben gehen. So, Datei schließen, Datei nochmal öffnen, Cursor aktivieren, gedrückt halten. Einmal. Hallo? Ja, finde ich ja jetzt gerade nicht so witzig, ne? Ach, dieses Tablet macht mich gaga. Ah, geht doch. Einfügen. Gott. Alter, ist ja hier. So. Geht doch. Jetzt die Kacke wieder rausnehmen. Leck mit dir. Braucht keiner mehr. Du hast verkackt für die nächsten 3 Minuten. So, jetzt nochmal das Ganze. Karte in den Adapter. Adapter in den Kartenleser. Kartenleser an den Rechner anschließen. Elimination. Nein. Das bitte. Dankeschön. Dankeschön. Ein Fisch? Nein, kein Fisch. Schade eigentlich. So, wieder SDH, sehr schön. Hä? Kann es sein, dass das alte Fenster noch offen ist? Oh, ja, ist noch offen. Ha! Mount. Bam. Geht doch! Boah! So. So. Kopieren. Jetzt habe ich es wieder kopiert, bevor ich sie gespeichert habe. Eigentlich brauche ich sie gar nicht speichern. Egal, jetzt ist es zu spät. Also, speichern. Bam. So, jetzt das Ganze hier nochmal kopieren. Importieren. Warum kann er nicht importieren? Ah, Momentchen mal. Kann das sein, dass die Versionen gar nicht miteinander kompatibel sind? Das wäre natürlich in dem Sinne geil, dass man damit diesen Bug nicht ausnutzen könnte. Das ist natürlich
Interessant tatsächlich. Digga, schwitzt jetzt schon wieder Sau. Boah. Interessant. Gut, dann hat sich die Sache ja an der Stelle quasi erledigt. Das heißt also, es ist doch kein Problem, weil die Daten gar nicht kompatibel zueinander sind. Von den beiden Spielen. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Siehst du, daran habe ich gar nicht gedacht, dass sie das ja auch über dem Wege lösen können. Dann wäre halt nur noch die Frage, wie es ist, wenn man die Konten miteinander synchronisiert. Weil, wie gesagt, das kann man ja machen. Man kann ja, es gibt ja Clicker Heroes für Browser, das was wir hier gerade spielen. Dann einmal über Steam und halt die mobile Version. Und diese Konten, die kann man miteinander synchronisieren über Congregate Games. Und da wäre dann halt die Frage, wie es denn da läuft. Aber das kann ich nicht probieren, weil ich habe kein Congregate-Konto. Also ich habe ein Konto bei denen, aber ich kann das Spiel halt nicht über die spielen, weil ich habe es ja von, ich habe ja letztens gezeigt, die Version lädt halt nicht. Von daher, ja, brauche ich da auch nicht probieren, weil kann ich gar nicht probieren. Ich hoffe, das macht soweit Sinn. Tja, jetzt haben wir die halbe Stunde damit verbracht, nichts zu machen. Ist natürlich auch geil. Ich meine, gut, letztendlich können wir eh nichts machen, als zugucken und hoffen, dass Fische kommen. Fische kamen keine, außer die drei. Hat leider nicht wirklich gereicht, wie ich vermutet hatte. Das heißt also, ich kann jetzt heute dann bloß den hier skillen. Das heißt also, wir werden morgen auch nicht wirklich was in der ersten Folge schaffen. Wir werden in der ersten Folge vielleicht einen Boss schaffen. Außer ich level den nochmal ein ganzes Stück jetzt hoch. Muss ich mal gucken. Vielleicht kriege ich, wenn wir hier kein Level bekommen, kriege ich vielleicht zumindest das Ding hier. Andererseits brauchen wir da auch 20 Level von dem. Hallo? Boah, Alter. Geht doch. Naja. Das ist also quasi noch teurer als das hier. Das wird sowas von gar nichts. Tja, da bin ich da mal gespannt. 2 Minuten haben wir noch, bis der nächste Boss kommt. Ne, 5 Minuten. Hallo, ja. Oh, mal wieder mein Tablet geholt. Komm her. Es ist einfach handwarm. Boah, Alter. Mein Tablet so warm zu sehen ist echt. Übrigens, für alle, die es interessiert, mein Tablet ist von Xorro. Kann man sehen. So, von einmal von Xorro. Jetzt hat er meine Karte gleich auf Anhieb erkannt. Naja, weil ich jetzt halt gewartet habe. Also länger, oder? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht auch. Ich weiß es auch nicht. Was wollte ich gerade sagen? Ja, löschen. Brauche ich nicht mehr. Was verkackt denn hier, Arschloch? Was wollte ich sagen, wo die liegen? Ja, genau. Der Tablet an sich ist ein. Es ist halt. Xorro macht, also zumindest das Gerät, eigentlich eher E-Book wieder. Das heißt also, es ist definitiv kein Gaming-Device. Es hat also auch keine so guten Specs, was jetzt so GPU oder RAM angeht. Aber dafür hat der Ding halt eine extrem lange Akkulaufzeit. Jetzt vergleichen wir mit dem Samsung-Handy, die halten ja vielleicht 1-2 Tage, wobei 2 Tage schon gut ist. Ja, das Ding hält halt mehr als eine Woche. Also wenn man wirklich aktiv damit Videos guckt, wenn das Ding jetzt halt nur in der Tasche rumhockt, dann hätte ich sogar 2 Wochen. Ja, und... Ah, danke. Und das Geile ist halt, es ist halt auch ein E-Book-Display. Das heißt also, es hat keine so hohe Farbsättigung wie super moderne Samsung-Displays. Aber dafür kann man bei dem Display auch was erkennen, wenn die Sonne direkt drauf strahlt und die Bildschirmhelligkeit auf Minimum ist. Dann kann man trotzdem Sachen lesen. Und auch solche Sachen wie Clicker Heroes, weil Clicker Heroes hat ja relativ einfache Farben. Ja, ist ja hier so schön so lalala. Und selbst das Spiel kann ich unter voller Sonneneinstrahlung mit minimaler Bildschirmhelligkeit. Wiedergabefehler, Konsolenausgabe.
Achso, wahrscheinlich zu viele Sonderzeichen. Ja, kann ich bei direkter Sonneneinstrahlung bei minimaler Bildschirmhelligkeit wunderbar spielen. Klar, wenn jetzt die Sonne wirklich direkt von hinten kommt und praktisch auf das Display spiegelt, dann natürlich nicht, ist logisch. Aber wenn jetzt die Sonne halt so ein bisschen schräg kommt oder von der Seite kommt oder sowas, kann ich immer noch alles erkennen, wo halt modernere Displays von Samsung-Handys komplett aussteigen. Also zumindest ist das für meine Klassenkameraden. Ob es bei allen ist, weiß ich nicht. Ich kann da bloß die Geräte als Referenz nehmen, die meine Klassenkameraden haben. Und da ist das Display allemal besser. Ja, und dementsprechend ist das halt mein kleines Liebling. Ist halt geil. Und sowieso bin ich eher der Typ, ich habe mit so, naja, No-Name-Firmen. Xoro ist ja keine No-Name-Firma, aber ist halt nicht so bekannt wie Samsung oder iPhone. Also iPhone, klar. Wie Samsung oder Apple. Von daher würde man, wenn man es mit dem Vergleich, doch schon als No-Name-Ware bezeichnen. Und ich habe halt mit solchen Firmen, die eher so in Abseits agieren, wesentlich bessere Erfahrung als halt, wie gesagt, mit Samsung-Geräten, weil ich persönlich nutze halt mein Gerät, um, wenn ich unterwegs bin, Filme zu gucken oder Spiele zu spielen. Ja, das war's eigentlich. Oder halt Texte zu lesen, also PDFs zu lesen. Aber das ist jetzt sowieso low-bob. Nee, aber halt eben, um Filme zu gucken hauptsächlich und Spiele zu spielen. Und ja, da habe ich halt viel lieber ein Gerät, das halt 2 Wochen lang hält. Oder eine Woche. Und wenn ich Filme gucke oder Spiele spiele, das Tablet einfach kalt bleibt. Es bleibt wirklich kalt. Außer heute. Und am Freitag vor den Ferien zum Beispiel, also die vorige vor der Woche, in denen die Ferien begonnen haben, da hatte ich mal wieder ein Handy von meinem Klassenkameraden in der Hand. Er hat nämlich auch, das war nicht Clicker Heroes, aber mal ein anderes Clicker Game, Fab Titan. Bitte nicht nachgucken, es ist nicht jugendfrei. Und das hatten wir beide halt gespielt in der Schule, ich auf meinem Tablet, er auf seinem Gerät. Und er wollte mir was zeigen, weil er wesentlich weiter zurück war als ich, weil ich da auch schon ein bisschen mehr Erfahrung hatte. Und als er sein Handy in die Hand genommen hatte, es war ein warmer Tag, okay, aber es war halt nicht so ein warmer Tag wie heute. Schaffen wir eh nicht. Wobei, mal gucken, wenn wir... Nee, muss noch runter, muss noch timeouten. Timeouten, cooldown. Und als er sein Handy in die Hand genommen habe, obwohl er nur ein Clicker-Game gespielt hat, hat sein Handy quasi geglüht. Und das sind so die Sachen, wo ich mir denke, es ist auch kein Wunder, wenn so ein Note einfach mal in Flammen aufgeht. Klar, bei den Temperaturen, die die Dinger entwickeln, und da ist mir so ein Low-Bob-Gerät, was aber dafür kalt bleibt, viel lieber. Da können mir die ganzen AAA-Typi da, die auf iPhone schwören. Wobei bei iPhone ist es auch, glaube ich, gar nicht so schlimm, aber gerade Samsung-Handys, die werden halt extrem heiß. Und das ist wieder doch ein bisschen zu heiß. Wortwitz. ja. So, wie war das? 1278? Genau, 12783. Bin ich bereit? Au! Ich weiß es nicht. Ja, hier kriegen wir eh kein Level mehr, kann ich vergessen, von daher. Geht doch, danke. Kann ich eigentlich alles auf eine Karte setzen? Easy. Ja, dann würde ich mal sagen: Ready, steady. 1, 2, 7, 8, 3. Genau. 1, 2, 7, 8, 3. Ready, steady, go. Wieso hat sie den nicht angenommen? Ach ja, ist ein kurzer Film. Alter, ernsthaft? Oh Gott. Boah, Alter, nicht mal so schaffen wir das. Okay, wir haben morgen eine Menge zu tun. Danke fürs Zuschauen. Ich bin dann kurz weg und gehe mal eine Runde heulen.